wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Dem Herrn. Amen. Leute, das ist richtig gut, bei euch zu sein. Das letzte halbe Jahr, das war ja schon sehr ereignisreich. Wir haben von einem langjährigen Freund Hajo Abschied nehmen müssen, weil er plötzlich in die Ewigkeit abgerufen wurde. Wir haben in der Gemeinde so einiges erlebt an Freude des Sieges und an Schmerz der Niederlage im Heilungsgebet. Ich denke an einen Mann, Karl, der einen Lungentumor hatte und der war weg, er ist gesund. Und ich denke an eine liebe, langjährige Weggefährtin, Mechthild, die einen langen Kampf hatte gegen den Tumor und wir viel gebetet haben und sie ist doch heimgegangen. Und hat aber am Ende noch geschrieben, ich wünsche mir eins, dass mein Heimgehen in die Ewigkeit, trotz all der Gebete, für die Gemeinde kein kollektives Trauma ist und nicht als Niederlage verbucht wird, sondern als Sieg. Eine starke Haltung, auch eine Perspektive über das hinaus, was sichtbar ist. Und ich denke, das ist das, was wir so lernen müssen, immer wieder auch so die Perspektive des Reiches Gottes zu behalten, bei allem, was geschieht, gerade auch angesichts von widrigen Umständen. Und
Das heißt ja nicht, dass wir die Realität verdrängen, aber das heißt, dass wir den Fakten die Wahrheit gegenüberstellen. Und die Wahrheit ist das, was Gott zugesagt hat in seinem Wort. Ja, ihr Lieben, Hoffnung spricht zu toten Knochen, Zukunft liegt für euch bereit. Ja, so ist es. Und das ist die Perspektive vom Reich Gottes. Und Gott macht das Tal Achor, das Tal der Verzweiflung und der Katastrophe, zu einem Tor der Hoffnung, heißt es mal beim Propheten Hosea. Das heißt, das, was die schwierigste Situation im Leben ist, das kann Gott wenden und eine Tür für die Hoffnung, für neues Leben daraus machen. Und das ist so gut. Wir hatten Besuch vor 2 Wochen von einem befreundeten Pastor aus Almaty. Er ist Uigure. Die Uiguren werden ja in Xinjiang, in Westchina, sehr stark unterdrückt als Nation, weil sie muslimisch sind. Und die Gemeinde Jesu leidet auch stark darunter. Er hat 10 Jahre dort Gemeinde gebaut, ist dann nach Kasachstan über die Grenze und arbeitet jetzt dort unter der uigurischen Bevölkerung. Und die Zeit mit ihm zusammen hat mir sehr geholfen. Ich hatte sehr stark, wenn ich an die Uiguren als Nation dachte, ihr Dilemma vor Augen. Volk ohne Land, Volk 1 Million in Internierungslagern. Und dann höre ich von ihm, dass er eine ganz andere Perspektive hat. Er kennt Menschen im Gefängnis, er weiß um die, die frei geworden sind aufgrund des Gebetes. Aber seine Frau ist so eine Beterin und sie hatte den Impuls, 1 Million Uiguren für das Reich Gottes. 1 Million sind jetzt im Internierungslager. Sie beten dafür, dass 1 Million von diesen 12 Millionen und mehr zum Glauben finden und dass sie dann eine, ja, Armee Gottes sind, eine Truppe von Evangelisten für die türkisch geprägte Welt, weil die Uiguren sind ein Turkvolk, so wie die Kasachen und die Turkmenen und die Türken und so weiter. Und es gibt 120 Millionen Menschen unter den Turkvölkern. Und diese Vision, dieses Gebetsanliegen ist, dass aus den Uiguren Missionare aufstehen, entlang der Seidenstraße die Turkvölker erreichen. Das hat mir eine völlig andere Perspektive gegeben. Ja, und ich denke, das brauchen wir immer wieder. Aber gut. Ja, heute beginnt ein neues Jahr. Was? Ist doch nicht der... Ja klar, nach dem Kirchenkalender beginnt das Jahr mit dem ersten Sonntag im Advent und es endet mit dem Ewigkeitssonntag, das war letzte Woche. Ja, manche sagen Totensonntag, wir sagen Ewigkeitssonntag, weil ja die Stadt Gottes nicht eine Totenstadt ist, sondern eine Stadt der Lebendigen. Gut. Advent, es wurde vorhin schon gesagt, Adventus, die Ankunft und die Ankunft des Herrn. Und das bezeichnet, die Adventszeit beschreibt ja diese Jahreszeit, in der wir uns auf das Fest der Geburt Jesu, auf Weihnachten vorbereiten. Und es erinnert uns immer wieder daran, dass Jesus wiederkommt und wir in der Erwartung seines Wiederkommens leben. Aber eigentlich hat Advent für uns so eine dreifache Bedeutung, wenn es um das Kommen Jesu geht, denn Jesus ist in der Vergangenheit gekommen bei seiner Geburt. Da wurde er der Diener aller, der Gottesknecht. Dann kommt er zu uns in der Gegenwart immer wieder im Wirken seines Heiligen Geistes. Er bringt Erneuerung, er bringt Erfrischung und Zurüstung. Und das erleben wir auch in Zeiten der Anbetung. Auf einmal ist die Gegenwart Gottes da. Wir singen es ja nicht nur, der Herr ist hier. Wir spüren, hier ist auf einmal jemand im Raum. Habe ich euch mal die Geschichte vom Goldstaub im Gemeindesaal erzählt? Ach, das erzähle ich kurz mal. Was beschreibt diese Gegenwart Gottes? Und zwar, ich war im Gemeindesaal bei uns und habe gebetet. Und ich dachte auf einmal, das gibt's doch nicht. Da fliegen ja überall Goldkörner im Saal. Und ich hatte damals davon gehört, dass es solche Manifestationen gibt. Gibt es auch wirklich. Und ich war ganz begeistert und habe dann geschaut, was ist das? Und dann habe ich gesehen, die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster hereinleuchteten, sie ließen die Staubkörner, die in der Luft wirbelten, golden glänzen. Und als ich das sah, ihr Lieben, das war mir kostbarer als realer Goldstaub, weil es war eine Botschaft, wenn die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit auf unsere Schwachheit, auf unser Staubsein kommt, das ist Gold im Saal. Und das, so kommt der Herr immer wieder zu uns in seinem Heiligen Geist, durch seinen Heiligen Geist. Und verherrlicht sich in unserer Schwachheit. Und das Dritte, Jesus wird in Zukunft kommen. Das haben wir schon gehört und proklamiert. Nicht als Diener dann, sondern als König und als der, der gerecht regiert. Gut, heute Morgen möchte ich nicht auf zeitliche Abläufe eingehen und so einen Fahrplan der Endzeit, wie er vielleicht aussehen könnte, hier mit euch besprechen.
oder auf die Zeichen eingehen, die mit der Wiederkunft Jesu verbunden sein werden. Da könnte man ein Bibelstudium drüber machen. Nein, ich möchte ein bisschen mehr über die innere Haltung nachdenken mit euch und über den Lebensstil, die mit dieser Zukunftshoffnung, der Herr kommt, verbunden ist. Und das Gute ist, unser tägliches Wort gibt er uns heute. Und Jesus kommt, macht euch bereit. Das ist die Botschaft. Okay? Wie ist unsere innere Haltung? Wie ist unsere Lebensführung, wenn wir das wirklich glauben und es uns vor Augen steht? Als ich so darüber nachdachte, da wurde ich erinnert an die Zeit, in der ich mich bekehrt habe. Da gab es so ein starkes Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt. Also es war überhaupt nicht weit weg. Das ist oft in Zeiten von erwecklichen Aufbrüchen so. Ich weiß noch, da waren wir im Garten von dem Pastor damals in Nievenheim und wir standen am Zaun und die Sonne war dabei unterzugehen und es war so klar, der Herr kommt wieder. Ja, es war so eine Atmosphäre, Jesus kommt, das war einfach klar. Es gab solche Sticker, Bumpersticker nannte man das, so Aufkleber, da stand dran drauf, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ja, das war so eine Botschaft, mit der sind wir da ständig einhergegangen. Ein Freund von mir hatte in seinem R4 einen Aufkleber am Beifahrersitz, mitfahren auf eigene Gefahr, der Fahrer verlässt das Fahrzeug, wenn Jesus bei der Entrückung wiederkommt. Ja, also so real war das damals. Und ich meine, tatsächlich ist die Wiederkunft Jesu der krönende Abschluss der Weltgeschichte und des Heilsgeschehens. Und viele der großen Bekenntnisse der Kirche, die haben das ja auch aufgenommen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja auch, von wo er kommen wird, er ist aufgefahren zum Vater, von wo er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, also ein gerechtes Gericht zu führen. Also, aber wie ist unsere Haltung mit Blick auf dieses Ereignis? Und ich denke, grundsätzlich ist es eine Haltung der Hoffnung. Ihr Lieben, es ist eine Haltung der Hoffnung, die grundlegend in uns ist. Denn es heißt in Titus 2, Vers 11 bis 13, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns, verantwortungsbewusst zu handeln und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Und im Petrusbrief heißt es, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Unsere innere Haltung, Doppelpunkt, Erwartung, Ausrufezeichen. Unsere Haltung ist eine von Erwartung. Ja? Und das Warten auf das Wiederkommen Jesu, das ist kein passives Abwarten, sondern ein aktives Erwarten. Wir fiebern auf das Ereignis förmlich zu. Und das wird deutlich in einigen Schriftstellen. Im Philipperbrief ist die Rede davon, dass wir schon Bürger des Himmels sind, aber dass wir uns danach sehnen, ihn von Angesicht zu sehen. Und 1. Korinther 1, 7 sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, an keinem Charisma fehlt es euch, während ihr darauf wartet, dass Jesus offenbar wird. Das heißt, die Geistesgaben, die praktizierten Charismen haben offensichtlich auch eine Wirkung im Hinblick darauf, dass uns die Wiederkunft Jesu oder auch sein Kommen unter uns, wenn er kraftvoll wirkt, real wird. Und im Hebräerbrief heißt es einmal, dass die Segnungen, die wir jetzt erfahren, dann vollkommen sein werden. Also Erwartung. Es gibt Grund für eine Erwartung. Und das ist eine liebevolle Erwartung. Denn es heißt dort an anderer Stelle bei Paulus, er schreibt es an Timotheus, er spricht dort von Menschen, die sein Erscheinen, sein Kommen liebgewonnen haben. Das erinnert so ein bisschen an Situationen, wie wir sie aus menschlichen Beziehungen kennen. Da leben Verwandte weit entfernt im Ausland oder ein Teil der Familie ist 3 Monate unterwegs irgendwo anders. Und dann erwarten wir nicht nur ihre Rückkehr, schön, dass Sie wieder da sind, sondern wenn Sie am Flughafen da rauskommen, dann werden Sie umarmt. Ja, und vielleicht gibt es noch Luftballons und Blumensträuße. Eine liebevolle Erwartung. Da kommt nicht jemand zurück, ach wie schön, dass du wieder da bist. Nein, das ist ein Fest, da kannst du nur jubeln und jauchzen und einfach glücklich sein zum Ausdruck bringen. Und das ist ein Bild für die Rückkehr des Herrn und das, was wir innerlich empfinden.
Übrigens, das dürfen wir nie vergessen, sein Abschied war nur ein Abschied auf Zeit. Es gibt so Filme, ne? Da geben sie sich noch einen Kuss und dann steigt er in den Zug und fährt weg. Nur ein Abschied auf Zeit. Die liebevolle Erwartung ist da. Und diese liebevolle Erwartung, die wir in uns tragen, ist eine voller Geduld. Denn es heißt mal im Jakobusbrief, habt Geduld, liebe Schwestern und Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Das heißt mit anderen Worten, manchmal ist es schwer, auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Es erscheint uns wie eine endlose Verzögerung. Manchmal denken wir, oh Mann, angesichts dieser Umstände in der Welt und der Entwicklung, ach Herr, es ist besser, du kommst schnell. Ja, vielleicht sollten wir deshalb auch beten, komm bald, Herr Jesus. Aber, ihr Lieben, vor seinem zweiten Kommen sollen noch viele errettet werden. Und deshalb wartet der Herr noch und sagt, geht hin und verkündigt die gute Nachricht, damit noch ganz, ganz viele Menschen meine Liebe und meine Freundlichkeit schmecken. Wir haben es gesungen vorhin. Er möchte, dass viele gerettet werden und deshalb ist sein Zeitplan manchmal ein bisschen anders als unserer und wir warten mit Geduld, aber in der Gewissheit, dass er kommt. Das ist die innere Haltung. Es ist die Erwartung voller Freude und Geduld. Aber dann gibt es noch einen Lebensstil, eine andere Haltung, die ganz tief in uns ist, und das ist die Haltung der Versöhnung. Wir haben einmal die Erwartungshaltung und das andere ist die Vorbereitung auf ein geheiligtes Leben. Und da lesen wir mal Hebräer 12, Vers 14, da werden wir angesprochen, jagt dem Frieden mit allen Menschen nach und der Heiligung. Heiligung bedeutet Charakterveränderung in Jesusähnlichkeit hinein, okay? Dem sollen wir nachjagen, denn ohne das wird niemand den Herrn schauen. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel hat, damit nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufwächst und euch zur Last wird und viele durch sie verunreinigt und beeinträchtigt werden. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du auch heute zu uns sprichst und uns lehrst, was uns hilft auf unserem Weg in der Nachfolge. Amen. Hier sind wir bei einem Thema, das den Kern des Kommens Jesu betrifft. Und das ist die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Vergebung der Sünden war ja nicht das Ziel der Menschwerdung. Es war nicht das Ziel, sondern es war das Mittel. Es war der Weg, um das Ziel zu erreichen. Jesus wurde Mensch nicht mit dem Endziel, dass wir Vergebung der Sünden erlangen, sondern es war der Weg, auf dem das geschehen kann, damit das Ziel erreicht wird. Und der Grund für das Erlösungsgeschehen, das Ziel der ganzen Geschichte, Advent, Geburt Jesu, die ganze Heilsgeschichte und das Wiederkommen, der Grund und das Ziel ist die Wiederherstellung der vollkommenen Familie der Liebe. Die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinen Kindern, die ihm verloren gegangen sind. Die Umkehrung der Folgen des Sündenfalls, das ist das Ziel von Advent. Und das ist das Anliegen und das ist der Kern, warum Jesus gekommen ist. Leben statt Tod, Gottes Nähe statt Gottes Ferne, Versöhnung statt Beziehungsbruch. Das Kommen Jesu, das hat zu tun mit Gottes Versöhnungshandeln. Das Kommen Jesu ist Gottes Versöhnung mit den Menschen. Ja, dem 2. Korinther 5, 18 bis 19. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus und er hat uns den Dienst der Versöhnung anvertraut. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihre Übertretungen nicht angerechnet hat und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Nochmal, was ist Versöhnung? Hier wird es beschrieben. Gott hat die Initiative ergriffen. Gott hat uns mit sich versöhnt. Er war in Christus und damit hat er die Welt mit sich versöhnt. Versöhnung ist der Schritt Gottes auf die Menschen hin. Und die Botschaft von Advent ist, er ist gekommen. Die Versöhnung Gottes ist real. Jetzt müssen wir vielleicht eine Sache mal klären. In unserem Denken, da steht ja Vergebung oft im Vordergrund. Okay?
Und tatsächlich ist Vergebung das große Thema, sowohl im Alten als im Neuen Testament. Vergebung ist aber nicht dasselbe wie Versöhnung. Und Versöhnung ist nicht dasselbe wie Vergebung. Vergebung hat damit zu tun, Schuld oder Schulden zu erlassen. Und darüber erfahren wir sehr viel in der Bibel. Einmal, dass es wichtig ist, warum Vergebung nötig ist, was ihr Wesen ist, was sie im Kern beinhaltet und auch ihre Praxis, wie man vergeben soll. Aber alles an Vergebung hat eine Grundlage. Und diese Grundlage heißt Versöhnung. Was? Versöhnung? Ich habe immer gedacht, Versöhnung ist das, was geschieht, wenn zwei Menschen einander vergeben haben. Habt ihr das auch gedacht? Ja, dann sind sie versöhnt. Durch Vergebung sind sie versöhnt. Es gelingt ihnen, die Beziehung wieder unter neuem Vorzeichen fortzusetzen. Ja, in diesem Sinn gibt es Versöhnung, so wird sie oft in der seelsorgerlichen Literatur verwendet. Ja, durch Vergebung sind wir wieder versöhnt. Das ist eine Versöhnung nach der Vergebung und das nenne ich Aussöhnung. Es gibt aber eine Versöhnung vor der Vergebung. Und das ist die Grundlage dafür, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Also, es gibt eine Versöhnung vor der Vergebung als Grundlage, überhaupt vergeben zu können, Probleme lösen zu können. Und es gibt eine Versöhnung nach der Vergebung, weil man wieder entspannt miteinander umgehen kann, weil auch selbst die Probleme noch aufgedröselt worden sind. Und diese Versöhnung, die Vergebung erst möglich macht, diese Versöhnung hat ihren Ursprung nicht irgendwo in der Welt. Sie kommt von Gott. Und ohne sie zu kennen, ohne sie zu erfahren, ist es letztlich unmöglich, auch Vergebung zu leben. Diese Versöhnung, die von Gott kommt, ist unser Auftrag, ist unsere Botschaft und ist unser Dienst. Und ich will das noch ein bisschen weiter erläutern. Von dieser Versöhnung als göttlicher Initiative spricht Paulus, wenn er den Dienst der Versöhnung erwähnt. Er sagt, wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Merkt euch das Wort Gesandter. Ja? Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen als Gesandter Christi, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was für eine Botschaft. Was ist denn Versöhnung jetzt im Kern? Im Kern bedeutet Versöhnung nichts anderes, als gnadenvoll auf den anderen zuzugehen. Und ungeachtet aller zwischenmenschlichen Probleme, die andere Person zu sehen. Problem, Person, zwei verschiedene Sachen. Du kannst Probleme nicht versöhnen, aber du kannst Personen versöhnen. Auf der Basis von Versöhnung, gnadenvoll auf den anderen zugehen, können wir uns dann den Problemen zuwenden und versuchen, unsere Konflikte zu lösen. Vielleicht gelingt es, vielleicht gelingt es nicht. Vielleicht muss man am Ende sagen, okay, tut mir leid, dass ich so hart war. Ja, ich vergebe dir auch, wo du das jetzt siehst. Und trotzdem kommen wir nicht zusammen, gehen wir halt getrennte Wege, aber mit Respekt und mit Würde, ohne Bitterkeit. Versöhnung ist möglich. Vergebung ist möglich, auch wenn man nachher nicht in allen Punkten übereinstimmen muss. Also, eigentlich ist das ja ein Begriff aus dem politischen, gesellschaftlichen Bereich. Versöhnung ist als Begriff etwas, was zwischenstaatliche Beziehungen auch betrifft. Hochaktuell, was brauchen wir denn heute allermeist, wenn wir an die kriegerischen Auseinandersetzungen denken? Wir brauchen nicht mehr Kriegsrhetorik, wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen es, dass jemand den Mut hat, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, lass uns sprechen, auch wenn fast alle Brücken abgerissen wurden. Lass uns reden, lass uns wieder anfangen. Und wir wissen um die Versöhnungswege, die es gab, als Gebetsinitiativen, wo Leute aus Gemeinden anderer Länder
von London nach Berlin und dann nach Warschau und nach Polen gegangen sind, einfach um Zeichen der Versöhnung zu setzen, auch im Hinblick auf die Vergangenheit. Oder wir denken an Persönlichkeiten unserer deutschen Geschichte, die in Ostblockländer gefahren sind und Gesten der Versöhnung getan haben, der Kniefall ja, in Warschau von Brandt. Und daraufhin gab es Gespräche und Probleme konnten gelöst werden. Es braucht Versöhnung im Sinne, ich gehe den ersten Schritt auf die andere Person zu. Also, der Begriff kommt aus der Diplomatie und er hat zu tun mit der Beendigung von Feindschaft. Ein Gesandter, und das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Wir sind Gesandte Gottes, Botschafter des Reiches Gottes in dieser Welt und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Er ist schon auf dich zugegangen. Nimm dieses Angebot an. Das ist Advent. Jesus ist gekommen. Um dich mit dem Schöpfer und dem Vater wieder zu versöhnen. Es gibt verwandte Worte zur Versöhnung. Das wäre Frieden stiften, zum Frieden bringen, zusammenbringen, als Gesandter wirken. Ja, was macht der Gesandte? Er geht einen Schritt auf die verfeindete Partei zu. Er legt die Waffen nieder und nähert sich. Versöhnen heißt, die Waffen niederlegen und auf den anderen zugehen und die Person zu suchen. Der den ersten Schritt der Versöhnung geht, der Gesandte, der verhandelt gar nicht die Details. Dann müsste er gar nicht erst anfangen, es würde nicht gehen. Er sucht nicht die Problemlösung, denn versöhnt werden nicht Probleme, sondern Menschen, die dann, wenn sie aufeinander zugehen, als versöhnte Person miteinander die Probleme anpacken können, in der Hoffnung, das dann auch zu knacken. Der Gesandte nach orientalischem Botenrecht ist wie der Sendende selbst. Wie der Sendende selbst. Gott war in Christus. Ja? Er ist in seinem Sohn zu uns gekommen. Und wenn wir die Botschaft vom Kommen Jesu als Versöhner zwischen Gott und Mensch verkündigen, dann ist das immer genauso, als wenn der Himmel selbst seine Arme ausstreckt nach den Menschen. Lass uns im Bewusstsein halten. Wenn wir die Botschaft der Versöhnung des Himmels mit den Menschen verkündigen, dann ist es so, als wenn Gott selbst seine Arme ausstreckt nach den Menschen. Wie gesagt, der Versöhner, der Versöhnende, der sucht nicht die Tat, sondern die Person. Und die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, die seine Berufung als Freund verworfen haben, sie werden zum Feind des Guten. Lass uns mal über Adams Hochverrat-Moment nachdenken. Was ist denn damals passiert im Garten Eden? Adam hat sich vom Schöpfer losgelöst. Es war eine tragische Verwechslung, ja, von Freiheit mit Autonomie, mit dem Wahn als begrenzter Mensch der letzte Bezugspunkt im Universum sein zu können. Ja, und leider ist der Mensch diesem Wahn verfallen. Ohne Gott so sein zu können wie Gott, das funktioniert nicht. Da wirst du zur Karikatur dessen, was gedacht war. Und Beziehungen sind zerbrochen. Der Mensch hat sich von Gott gelöst und hat alles verloren. Beziehungen auf allen Ebenen. Er hat die Beziehung zu seinem Ursprung verloren, zu Gott. Er hat die Beziehung zu Eva verloren, da war der Geschlechterkampf von dem Zeitpunkt da. Er hat die Beziehung zur Schöpfung verloren. Ja, der Boden des Ackers war ihm feindlich von dem Zeitpunkt an. Die Tierwelt war nicht mehr so, wie sie vorher war. Und die Beziehung zu ihm selbst war auch völlig durcheinander geraten. Denn die Frage quält Adam seitdem und alle seine Kinder seitdem, wer bin ich und wo komme ich her und wo gehe ich hin? Beziehungsbruch auf allen Ebenen. Und jetzt ist es doch Gott, der von sich aus den ersten Schritt zur Versöhnung unternimmt. Er verändert die Aggression der Menschen, die in ihrer Rebellion die Faust gegen den Himmel heben, durch seine Zuwendung zu ihnen. Es gab mal so ein Plattencover. Es gab eine von, wie heißt er gleich? Saved, bekannter. Oh Mann, okay, es gab eine Musik, das war, hey, wer heißt der alte Blues-Sänger? Helf mir mal gerade, ihr kennt ihn alle. Hey, Mr. Tambourine Man. Na, wie heißt?
Ja, Bob Dylan. Er hatte, nachdem er zum Glauben gekommen ist, eine Aufnahme rausgebracht, wo eine Hand in den Himmel gestreckt ist und da stand drüber saved, gerettet. Und ich weiß nicht, wer die andere Gruppe war, waren es die Stones oder so, die hatten dann eine Faust gegen den Himmel, raved. Ja? Also ganz andere Haltung. Aber ungeachtet der Faust, die Menschen gegen den Himmel richten, Gott kommt und begegnet uns. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Und das ist Gottes Strategie der Versöhnung. Die Friedensbrecher sollen das Friedensangebot annehmen, das Gott ihnen unterbreitet. Sie sollen, ja, sie müssen den zweiten Schritt gehen, nachdem er den ersten gegangen ist. Aber alle Initiative der Versöhnung geht von ihm aus. Nicht Menschen stimmen Gott versöhnlich. Wir haben es doch nicht mit religiöser Übung und menschlicher Leistung zu tun. Das ist alles Religiosität. Gott versöhnlich stimmen zu müssen, die Götter besänftigen zu müssen, das hat mit Evangelium doch nichts zu tun. Gott versöhnt die Welt mit sich. Und wir reagieren darauf mit Vertrauen. Die Gnade kommt und unsere Reaktion ist Vertrauen. Und Gott traut uns das zu. Ist das nicht stark? Gott kommt uns mit Vertrauen entgegen. Er sagt, ich werde Ihnen entgegenkommen und vertrauen, dass Sie das Angebot nicht ausschlagen. Das ist unser Gott. Und wenn wir das verstehen, dann können wir nur mit fliegenden Fahnen übergehen und sagen, ich habe mich völlig geirrt. Du bist so anders, als ich dachte. Gott richtet das Wort der Versöhnung auf. Es ist Jesus, den wir verkündigen. Und er versöhnt uns mit sich, er bietet uns Frieden mit sich an. Errettung kommt von unserem Gott. Jetzt fragst du dich ja, wie geschieht denn diese Versöhnung? Haben wir gerade schon gesagt. Gott sieht und findet mich als Person und nicht als Problem. Als Gott nach Adam sucht, da fragt er nicht, was hast du getan, sondern er fragt, wo bist du? Gott wusste das um das Problem, aber er war zuallererst an Adam interessiert. Er suchte ihn und das Problem, dafür finden wir eine Lösung. Und wir gehen oft ganz anders vor. Wir denken, wenn wir alle Probleme durchsprechen, durchdenken, verhandeln, dann werden wir uns finden. Das ist leider nicht der Fall. Oft wird es sogar noch schlimmer. Es braucht die Basis von Versöhnung, von Waffen niederlegen und die Person suchen. Das heißt nicht, dass wir dann so tun, als wäre alles gut. Das habt ihr verstanden, darum geht das nicht. Ne? Es geht darum, aber eine Basis zu haben, um überhaupt mit Würde und Respekt miteinander sprechen zu können. Lass uns nie vergessen, jeder Mensch ist wertvoll. Selbst unsere größten Feinde oder selbst die größten Versager, sie haben einen Wert an sich als Mensch. Und dann gibt es einen Wert des Charakters. Ja? Da ist jemand fleißig oder so oder treu. Das ist wertvoll. Und dann gibt es einen Wert durch Leistung. Das ist das Ergebnis, was kommt. Stell dir mal vor, da ist der Lehrer in der Schule. Da ist ein Schüler, der hat eine schlechte Leistung gebracht. Und wenn der Lehrer sagt, hey, du bist ja eine absolute Niete. Also vergiss alles, ja, weiterführende Schule schaffst du nie, du bringst es nie zu was. Was passiert hier? Da wird nicht nur der Wert der Leistung beurteilt, nämlich die Mathearbeit war 6, sondern da wird auch sein Charakter bewertet. Vielleicht hat er fleißig gelernt und es doch nicht geschafft. Und sein Wert als Person wird niedergemacht, du taugst nichts. Und auch das ist nicht wahr. Die richtige Reaktion wäre gewesen, diesem Schüler mit Respekt zu begegnen und auch zu würdigen, Mensch, ich bin mir sicher, du hast dich angestrengt, aber es hat nicht gereicht, da musst du noch ein bisschen was tun, die Arbeit war ungenügend. Ja, trotzdem, dass du nicht dich bemüht hast oder du hast dich nicht genug bemüht, das musst du ändern. Da kann man ganz anders mit jemandem umgehen. Und Gott geht so mit uns um, dass er zunächst uns sieht mit unserem Wert. Und das große Korrigieren und Aufräumen, das kommt danach. Ja? Dann erkennen wir auf einmal, oh Mann, ich war ja völlig auf dem falschen Trip. Was habe ich nicht alles falsch gemacht? Und dann kommt ja Überführung von Fehlhaltung, von falschen Entscheidungen. Und dann wird das getan, was wir auch Lebensbereinigung nennen.
Aber die Güte Gottes, sein Friedensangebot durch seinen Gesandten, das führt uns dann zum Umdenken und wir erkennen, was bei uns schief ist. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Römer 2, Vers 4. Ziel aller Versöhnung ist dann die Wiederherstellung von Beziehungen. Und dieses Versöhnungsangebot ist in Christus. Er ist unser Friede, er ist unser Friedensstifter. So haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kennt ihr alle die Geschichte vom Friedenskind? Kennt das alle aus der Missionsgeschichte? Wer kennt es nicht? Okay, dann sehe ich es kurz. Don Richardson war Missionar bei den Savis in Irian-Jaya und sie waren dann dabei, die Bibel zu übersetzen und um die Sprache zu lernen und die Bibel übersetzen zu können, traf er sich immer mit seinem Übersetzer und dann waren sie eines Tages im Männerhaus mit all den Männern des Stammes zusammen, des Dorfes und er erzählt ihnen die Geschichte im Evangelium, es war die Geschichte dran, wo Judas den Jesus verrät und er war völlig entsetzt, als die Zuhörer begeistert reagierten auf das, was er erzählte. Und sagten, hey, klasse, super. Die waren also begeistert von Judas und seinem Verrat und hat das nicht verstanden. Er war völlig durcheinander. Und sein Übersetzer hat ihm dann nachher erklärt, in diesem Stamm gab es einen Brauch, nämlich, dass man jemanden mit Freundschaft mästet. Das heißt, man ist freundlich zu jemandem und in dem Moment, wo er nicht damit rechnet, wird er hinterrücks ermordet und es sind Kannibalen gewesen und dann verspeist. Und jetzt wusste er, meine Tage und die Tage meiner Familie sind gezählt. Ich werde gerade mit Freundschaft gemästet. Wahrscheinlich hat er noch nie so gebetet in seinem Leben wie da. Und dann hat er was erfahren. In dieser Stammeskultur gab es noch einen anderen Brauch. Und zwar, es war ein Stamm, der sich im Laufe der Geschichte immer weiter dezimiert hatte aufgrund von Kriegen zwischen den Dörfern. Und wenn zwei Dörfer miteinander an den Punkt kamen, dass sie sagten, wir schließen Frieden, dann wurde das zuletzt geborene Kind des einen Dorfes in das andere Dorf gebracht. Und dieses Kind nannte man Friedenskind und es wurde behütet wie ein Augapfel. Denn solange dieses Kind lebte, das Kind aus dem einen Dorf im anderen Dorf, war der Friede gesichert. Und jetzt hatte er den Schlüssel. Er konnte ihnen sagen, Judas hat das Friedenskind Gottes verraten. Und da konnte er das Evangelium klar machen. Gott hat sein Friedenskind gesandt und das ist Jesus. Amen. Gott hat den ersten Schritt getan. Er ist auf uns zugegangen und wir sollten ihn annehmen. Und nur auf dieser Grundlage können wir initiativ werden. Und darin liegt ja auch die prophetische Kraft der Gemeinde Jesu, dass wir Versöhnungswege gehen, dass wir verlorene Freunde suchen und aufsuchen. Also nochmal, gnadenvoll auf den anderen zugehen, ungeachtet der noch nicht gelösten Probleme, so wie Gott das gemacht hat, als er Jesus gesandt hat und zu uns gekommen ist. Konfliktlösung und konkrete Vergebung werden dann möglich, wenn diese Kraft der Versöhnung in uns ist, dann können wir auf andere zugehen. Und das Erste ist aber, dass Gottes Wort als Versöhnungsbotschaft zu uns kommt. Wir verkündigen sie und wir leben sie, indem wir Versöhnung stiften, so wie Jesus Versöhnung gestiftet hat. Vielleicht noch ein Beispiel aus der Missionsgeschichte. Steve Saint war Missionskind. Er war der zweite Sohn von Nate und Mary Saint. Die hatten drei Kinder und die lebten in Ecuador. Und sein Vater war ein Missionspilot mit Mission Aviation Fellowship. Das ist der fliegende Arm der Wycliffe Bibelübersetzer. Und er und vier andere Missionare waren von Indianern getötet worden, als sie Kontakt suchten mit den Aucas, einem Indianerstamm. Und sie suchten, wollten einen friedlichen Zugang finden und wurden von einem anderen Indianern getötet. Und die Familie ging dann ohne den Vater zurück nach Quito und er studierte dann in Amerika. Und dann passierte aber etwas, dass seine Tante, die Rachel Saint und Elizabeth Elliot, Jim Elliot kennt vielleicht einige auch, das war einer dieser getöteten Missionare, die beiden Frauen
sind zurückgegangen und haben Kontakt mit den Mördern des Bruders und des Mannes gemacht und haben mit ihnen im Dschungel eine ganze Reihe von Jahren gelebt. Und als der Nate, der Junge, 10 Jahre alt war, besuchte er sie dort und er lebte dann auch mit diesem Stamm. Und einige Jahre später, da wurde er von 2 Männern getauft. Das waren die, die seinen Vater getötet hatten. Diese Veränderung war möglich geworden, weil 2 Frauen gesagt haben, wir gehen einen Schritt auf die Mörder unseres Mannes und unseres Bruders zu. Ja, wir legen die Waffen nieder, wir suchen die Menschen. Und dieser junge Mann ist dann später auch, nachdem die Tante auch gestorben war, wurde er gefragt, ob er nicht mit dem Stamm leben möchte. Und das hat er getan und hat ihm geholfen, den Weg auch in die Neuzeit zu finden. Was für ein Beispiel für Versöhnung. Versöhnung, die vor der Vergebung kommt. Sicher haben diese Männer nachher Umkehr getan, haben erkannt, was sie Schlimmes getan haben. Aber es wurde möglich, weil 2 Frauen sagten, wir legen die Waffen nieder und wir suchen die Person. So wie Gott uns gesucht hat. Es gibt eine Frau, viele kennen ja Corrie ten Boom, die ja auch als versöhnende Frau auf die KZ-Wärter zugegangen ist. Sie hat nicht erwartet, dass da erst Einsicht kommt. Sie ist hingegangen. Und es gibt auch eine Frau, die heißt Maria Kohr, Maria Mose Kohr. Ich weiß nicht, ob sie eine gläubige Jüdin ist. Auf jeden Fall hat sie ein starkes Zeugnis. Sie ist auch hingegangen und hat die Mitarbeiter von dem Dr. Mengele, die rumexperimentiert hatten, auch an ihr und Verwandten, hat sie besucht und Versöhnung ihnen gebracht. Also selbst jemand, der womöglich noch gar nicht diese lebendige Beziehung zu Gott hat, ist in der Lage, auch einen Schritt der Versöhnung zu gehen. Okay, also Versöhnung ist nicht nur eine Botschaft für andere, die wir weitertragen, sondern auch eine Umgangsart untereinander. Und da kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen, damit schließe ich auch an einen Punkt, der uns betrifft. Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach, ohne die niemand den Herrn schaut. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Ihr Lieben, dieses Thema Versöhnung hat mit Beziehung zu tun. Und wir leben nicht allein, wir leben in Beziehungen. Und Beziehungen sind nun einmal zerbrechlich. Und wir alle haben das erlebt, wie schmerzhaft das ist, wenn Gemeinschaft zerbricht, wenn auf einmal Distanz und Rückzug da ist anstelle von persönlicher Nähe. Wenn da Furcht und Misstrauen den Umgang miteinander prägen und wenn es frostiger wird und die zwischenmenschliche Vereisung einsetzt. Wer hat das schon mal erlebt? Wenn wir ehrlich sind, das ist nicht fremd. Aber das ist die gute Sache und das hat auch mit Advent zu tun. Zerbrochene Beziehungen können wiederhergestellt werden. Es gibt Hoffnung, es gibt ein Reparaturset, ja, für Beziehungen. Und der Schlüssel, der Hauptschlüssel ist Versöhnung. Das hat auch mit Altlasten zu tun. Manchmal sind Dinge verschüttet unter der Oberfläche, verdrängt ins Unterbewusste. Ja, ihr wisst, der Eisberg, ja, ein Siebtel guckt über Wasser und der Rest ist drunter. Und so ist das auch bei den Dingen, die uns prägen, unser Handeln mit verantworten. Wir wundern uns manchmal, warum reagiert der denn immer über oder ich? Naja, ist irgendwas da unten drin, was noch nicht ganz in Ordnung geworden ist. Situationen, in denen wir Unrecht erfahren, sei es objektiv oder subjektiv. Manchmal fühlen wir das ja nur so. Egal, wenn wir Unrecht empfinden, wenn wir Anstoß nehmen, dann kann das zweierlei bewirken. Wir können entweder bitter, verbittert werden oder wir können besser werden. Bitter oder besser, das ist die Frage. Weißt du, du kannst nicht ohne Bitternis leben, ohne bittere Situationen. Es gibt kein Leben ohne bittere Erlebnisse. Aber wir können frei von Verbitterung leben. Und das ist wichtig, da müssen wir unser Herz behüten.
Jemand hat mal gesagt, Bitterkeit oder Verbitterung ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ja? Und Beispiel Josef in Ägypten, der hätte allen Grund gehabt, verbittert zu sein gegen seine Brüder, die ihn da verkauft haben in die Sklaverei. Aber er hat das hingekriegt, das loszulassen und auch mit Versöhnung auf die Geschwister zuzugehen. Denn Gott gedachte, es gut zu machen. Der Josef in Ägypten war frei von Verbitterung. Und um versöhnt mit der Vergangenheit zu leben und frei zu sein, die Zukunft ergreifen zu können, da braucht es eben Vergebung und die Basis ist die Versöhnung. Jagt dem Frieden nach mit allen und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade mangelt, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufwachse und euch zur Last werde. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Was ist der Ursprung für die bittere Wurzel? Das kann einmal der reale Fehler eines anderen sein. Da hat jemand ganz klar was Verkehrtes getan dir gegenüber. Zum anderen können es aber auch Lügen und Anklagen des Feindes sein gegen den anderen. Ja? Auch das kann das bewirken. Und der Mangel an Gnadenerfahrung ist dann der Boden, auf dem solche Sachen sich verselbstständigen können. Die Auswirkung von solch bitteren Wurzeln ist eben, dass es Beziehungsfelder zerstört, dass Beziehungsstörung, die Beschädigung von Beziehungen einfach größer wird. Aber auf der Basis von Gottes Versöhnung ist das möglich, auch zwischenmenschliche Beziehungen zu reparieren. Und dazu und auch über gute und tragfähige Bausteine unserer Beziehung und wie wir die in unserem Leben kultivieren können, stärken können, da machen wir dann Fortsetzung beim nächsten Mal. Für heute halten wir fest, Advent, Jesus kommt. Er ist gekommen, er kommt wieder und zwischendurch kommt er immer wieder zu uns durch den Heiligen Geist. Advent, der Aufruf, macht euch bereit. Wir nehmen eine innere Haltung ein. Erwartung, liebevolle Erwartung, voller Hoffnung. Wir nehmen einen Lebensstil der Vorbereitung an. Ja, Heiligung, Jesus-Ähnlichkeit, Versöhner sein wie er. Gott versöhnt die Menschen. Und das ist unsere Botschaft an die Mitmenschen und das ist unsere Herausforderung als Lebensweise. Zum Schluss drei Herzensfragen zum Mitnehmen. Gibt es zerbrochene Beziehungen in deinem Leben? Ich hätte auch fragen können, welche zerbrochenen Beziehungen gibt es in deinem Leben? Aber ich wollte es nicht zu aufdringlich machen. Aber eigentlich bedeutet es das. Gibt es zerbrochene Beziehungen? Zweite Frage. Welche Beziehung möchtest du als erstes wiederhergestellt sehen? Woran leidest du am meisten? Welche Person, wo Funkstille herrscht, würdest du so gerne widersprechen können? Und gibt es einen Weg, dass das geschehen kann? Und dann die Frage, und bei der dritten Frage braucht es viel Weisheit von Gott, auf welche Person wirst du zugehen, direkt oder durch Anruf oder Brief, um die Distanz, die entstanden ist, zu überwinden und Versöhnung zu stiften. Da braucht es dann viel Weisheit und viel Gnade. Aber es sind so Fragen, wo es sich lohnt, mal kurz drüber nachzudenken. Okay. Ich würde gerne noch zum Schluss beten. Und zwar einmal Gott danken, dass Jesus gekommen ist und wiederkommt und auch zwischendurch immer wieder seine Herrlichkeit auf unseren Staub draufstrahlen lässt. Und dann danken wir ihm für seine Versöhnung und entscheiden uns, Botschafter von Gottes Versöhnung zu sein und auch Versöhnung zu leben. Ist das eine gute Idee? Okay, dann lasst uns ruhig aufstehen. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Kommen. Wir danken dir, dass du einmal gekommen bist als der Diener, als der Knecht, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wir danken dir, dass du gekommen bist, die Welt mit Gott zu versöhnen. Und wir danken dir für dein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, wo du alles neu machst und in den perfekten Zustand zurückversetzt. Und wir danken dir für die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen,
für diese Zeit im Hier und Heute, im Hier und Jetzt, wo du uns immer wieder besuchst, durch das Wirken deines Heiligen Geistes, wo du unsere Herzen berührst, wo du uns ja, begegnest, zu uns sprichst und deine Herrlichkeit erlebbar werden lässt. Vater, wir danken dir für deine Freundlichkeit und deine Gnade. Vater, wir danken dir für die Versöhnung, die du in Jesus Christus geschenkt hast. Und wir nehmen sie an, ohne Vorleistung, aus Gnade geschenkweise. Vater, wir entscheiden uns heute auch Botschafter des Evangeliums der Versöhnung zu sein. Wir danken dir, dass du uns diese Botschaft anvertraut hast, dass wir es den Menschen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der keine Sünde kannte, zum Sündenbock gemacht, damit du frei wirst von aller deiner Schuld. Halleluja. Und wenn du sagst, ich möchte neu ein Botschafter der Versöhnungsbotschaft sein, das soll das Evangelium sein, das ich verkündige. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Dann darfst du eine Hand auf dein Herz legen. Halleluja. Danke, Herr, dass so wie wir eine Hand auf unser Herz legen, als Zeichen, wir wollen den Dienst der Versöhnung bewusst annehmen und bejahen, so legst du deine Hand auch auf unser Herz und sagst, so soll es sein. Durch dich ist es möglich, du bevollmächtigst uns und dafür danken wir dir. Vater, und schließlich geben wir uns dir neu hin und sagen, wir möchten gerne sehen, dass auch in unseren Beziehungen Versöhnung ausgelebt wird. Und so bitten wir dich, guter Heiliger Geist, dass du kommst und bei uns allen zu unseren Herzen sprichst, dass wir sehen, hier ist Bedarf, hier ist es wichtig, dass du einen Schritt der Versöhnung auf die andere Person zugehst. Einen Moment die Probleme beiseite stellst und die andere Person als erstes siehst und suchst. Danke, Vater, dass du das tust und dass du uns Gnade schenkst, in deiner Weisheit diesen Schritt zu gehen. Und dass dann Vergebung, Problemlösung, Klärung möglich wird und wir als Ausgesöhnte miteinander weitergehen können. Wir danken dir, dass du auch in unseren Gemeinden, auch in dieser Gemeinde, ein tiefes Werk der Versöhnung schaffst, wo das notwendig ist. Dass Beziehungen von der Tiefe her berührt und erneuert werden. Zur Ehre deines Namens. Und so danken wir dir für eine Adventszeit im Zeichen der Versöhnung. Im Zeichen des Versöhners, der Jesus heißt. Amen. Amen. Der Herr segne euch.